Guten Morgen, liebe Wanderinnen und Wanderer. Hier bin ich vor der Brücke, vor dem Kemmeribodenbad. Jetzt müsst ihr mal schauen, wie hoch die Emme kam. Vor noch nicht so langer Zeit. Das ist Wahnsinn. Kann man sich nicht vorstellen. Hier das Kemmeribodenbad. Da war alles überflutet und muss alles wieder neu gebaut werden unten. Und hier noch den Wegweiser. Ich werde jetzt die Strecke nach Schangnau machen. Ganz ein schöner Wanderweg. So, jetzt gehe ich hier der Emme entlang. Runter. Ja, liebe Wanderkolleginnen und Wanderkollegen, vor noch nicht so langer Zeit hätte ich nicht an dieser Stelle stehen wollen. Da war hinten auf der Lombachalp, das ist hier über diesen Berg rüber, da hier rüber, der anderen Seite, fand ein ganz starkes Gewitter statt. Und die Emme hatte natürlich danach wieder Hochwasser. Und da war alles überflutet. Das ganze Bad, das Kemmeribodenbad, das man hier hinten noch sieht, das da hier, war innerhalb von 4 Minuten überschwemmt. Jetzt ist es für sicher ein paar Monate geschlossen. Es kommt öfter noch vor, dass hier die Emme Hochwasser hat. Das ist nicht das erste Mal. Liebe Wanderkolleginnen und Wanderkollegen, ich habe heute wieder ganz eine schöne Wanderung vor. Und zwar bin ich unterwegs vom Kemmeribodenbad nach Schangnau. Ja, das Wetter, es ist heute Morgen noch ein bisschen kühl, hat auch ein wenig Wolken, aber ich glaube, es wird besser im Laufe vom Tag. Ja, das letzte Mal, wo ich hier hinten war, war noch alles in Ordnung. 2 Tage später kam das große Unwetter. Das Gewitter war hauptsächlich auf der Lombachalp. Das ist diese Alp, wo ich das letzte Mal mit Ruth noch durchgewandert bin. 2 Tage später, nach dieser Wanderung, war oben das Gewitter und hier unten hat die Emme alles überschwemmt. Auch das ganze Restaurant und das Hotel Kemmeribodenbad, das jetzt sicher für mehrere Monate geschlossen sein wird. Hier ein Blick auf die Emme runter und die Berge. Heute war der Bus voll mit Leuten, die hoch in die Berge wollen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der hier heute eine Flachlandtour macht. Das ist eine Alphütte da oben. Und hier die Hogant-Kette vom Hogant.
Schön. Ein kleines Bächlein. Und da komme ich jetzt in ein bisschen eine wildere Gegend rein. Ich vermute sogar, im Winter könnten hier Lawinen runterkommen. So meine Vermutung. Da ein Blick runter auf die Emme. Und da ist noch etwas geschrieben über den Beat Feuz, der ja aus dieser Gegend kommt. Er ist in Changnau aufgewachsen, der Skirennfahrer, Weltmeister. Da noch einen Blick den Hang hoch. Eine schöne, fast flache Matte. Und da hier vorne auch noch Alpgebiete. Da doch noch ziemlich in den Alpen drin. Auch dieser Hof war alles unter Wasser. Hier, diese Gegend war alles überflutet. Ist da wieder viel bewachsen. Da die schöne Bergwelt. Und die haben noch Pferde da. Das ist eine große Betrieb und diese mächtige Berg. Dieser Berg ist übrigens der Schibegütsch, heißt er. Jetzt geht mein Wanderweg hier durch. Ein schönes Aus nach dem anderen. Dann noch ganz hoch, voll in Wolken zum Teil. Und von da hinten, diesem Tal, mehr von der rechten Seite, bin ich das letzte Mal gekommen. Und den Schibegütsch sieht man auch wieder nicht. Das ist diese Richtung, wo ich jetzt weiter wandere. Da sieht man auch weit an den Hang hinauf gebaute Bauernhäuser. Jetzt habe ich wieder einen ganz schönen Weg durch diesen Wald. Bisschen oberhalb der Emme. Da schon wieder eine Tafel. Und Beat Feuz.
ist ein sehr schöner Bergweg. Der Bergweg, es ist ein bisschen übertrieben. Oh, da ist eine ganz schöne Stelle. Es ist schade, dass wir nicht unterhalb sind. Da wäre nämlich ein kleiner Wasserfall. Da ist so ein schöner Wald mit dem Moos. Zwischendurch kleine Bachläufe, morsches Holz da hinten. Ist traumhaft da hier. Da ein bisschen rauf, aber ist nicht schlimm. Ein ganz toller Picknickplatz. Noch gedeckter Sitzplatz. Da mache ich jetzt eine Pause. Ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht, jetzt geht es weiter. Diesen schönen Wald. Sehr viel Moos und das ist was ganz Schönes, das gefällt mir so. Da gibt es sogar noch einen kleinen See und läuft doch ein bisschen Wasser, aber wahrscheinlich dank dem Gewitter von gestern. Wir hatten jetzt eine sehr, sehr lange Trockenperiode mit sehr heißen Temperaturen. Die Flüsse hatten zum Teil fast kein Wasser mehr. Und wir hatten auch Temperaturen, ich glaube die höchste wurde in Genf gemessen mit 38,3 Grad. Es war jetzt auch nicht so zum Wandern. Aber jetzt heute ist es recht angenehm, dank dem Gewitter von gestern. Jetzt geht es wieder runter, aber da jetzt doch noch ein bisschen Höhe geklommen. Aber es ist sehr wenig im Verhältnis zu meiner letzten Wanderung hier in diesem Gebiet. Ja, da geht es jetzt ein bisschen steil runter. Da war mein Aufstieg eindeutig besser als jetzt hier der Abstieg.
geht da wieder an die Emme runter. Jetzt bin ich wieder an der Emme unten und hier war alles überflutet. Man sieht hier Spuren vom Wasser noch. Es war so hoch wie da bei diesem Strauch. Das kann man sich nicht vorstellen, was da für eine Menge Wasser gekommen ist. Und hier dieses ganze Feld überflutet hat. Und jetzt so ein Rinnsal. Jetzt habe ich mich noch verlaufen in einem Telefonat und habe nicht geschaut, wo ich durch muss und bin noch falsch gegangen. Muss ja da wieder an die Emme runter. Und geht jetzt hier durch an diesem Campingplatz entlang. Die Biberfamilie. Noch herzig. Jetzt geht es da weiter diesem schönen Weg entlang. Da sieht man jetzt gut, wie hoch das Wasser kam. Und ich bin ja noch nicht weit entfernt von der Quelle. Und schon hier muss dieses Wasser eine riesige Wucht gehabt haben. Da war sicher auch alles überflutet. Da weit an diese Tanne hoch ist das Wasser gekommen. Ja, und jetzt so ruhig, kann man sich nicht vorstellen, diese Kraft, die hier die Emme gehabt hat. Die Bergwelt ist ein bisschen eingehüllt in Wolken und von da hinten komme ich jetzt her. Das ist ganz eine schöne Stelle, diesem riesigen Felsen da, in der Mitte von der Emme. Und noch Verwandte hat es da von mir, viele Steinmänner. So, jetzt gehe ich da wieder auf den Weg. Sieht da noch gut, bis wo das Wasser kam. Aber heute kann ich sogar trockenen Fußes durch diesen Bach da. Der hat nicht so viel Wasser. Und sonst in der Not wäre da noch eine Brücke. So, da vorne geht es wieder ein bisschen hoch. Eine schöne Holzbrücke. So wie es im Emmental sehr viele gibt. Und dieser Bach, der kommt sicher auch ab und zu ziemlich wild. So wie der aussieht. Und da Richtung Emme runter.
Da unten sieht man schön auf die Emme. Ja, die Emme. Da ist ein großer Teil weggerissen worden vom Wanderweg. Und da noch einen Blick. Emme aufwärts. Da unten hat es auch wieder so riesige Steine. Und da vorne eine Holzbrücke. Da eine ganz interessante Stelle. Da hat es noch Plastikteile bei einem Stein. Sicher von einer Siloballe, die es mitgerissen hat. Bei diesem Bauer da hinten alles weggerissen. Da nochmal einen Blick Richtung Talaufwärts. Sieht zwar nicht so viel. Jetzt bin ich da auf eine Anhöhe hochgekommen. Schön da oben. Alles flach. Und irgendwo mein Wanderweg da hinten durch. Jetzt geht es da ein bisschen wieder bergauf. Schöne Wiesen. Und da vorne eine riesige Linde. Auch ganz typisch Emmental ist. Und von da oben, da bin ich jetzt runtergekommen. Da kommt wahrscheinlich auch noch ein Wanderer dort oben. Nicht der einzige. Ja, von dort hinten komme ich her. Schöne Bergwelt. Da ist die Emme schon ein kleines Stück weg. Da diese Nebelfetzen. Sieht noch gut aus. Und da oben dieser Linde. Und die Blumen davor. Ist auch einfach schön. Ferienwohnung. Jetzt habe ich wieder mit dem Abstieg begonnen, Richtung Emme runter. Da geradeaus sieht man Schangnau. Und dort vorne, ungefähr hier, bin ich auch schon hochgekraxelt. Das ist ein Wald. An der Straße entlang. Gar nicht so lang her. Da ist ganz eine wilde Gegend. Da unten, wo die Emme durchfließt. Und hier jetzt gerade ziemlich windig. Ja, da geht es jetzt wieder über eine Straße runter. Ziemlich viele Kurven. Bis ganz zur Emme und dann habe ich wieder einen Aufstieg. Übrigens hier befinde ich mich noch auf dem Transwiss Trail. Das ist ein Weg, der quer durch die ganze Schweiz verläuft. Den habe ich ja schon von Jahren gemacht. Oh, diese Steinmänner.
ist sie neu aufgestellt worden. Da war alles überschwemmt. Da hat sich noch ein See gebildet. Und da ist wieder eine schöne Holzbrücke. Von hier nehme ich jetzt von der Emme wieder ein bisschen Abschied, weil die geht hier unten jetzt dann durch eine Schlucht und die ist gesperrt wegen viel Treibholz drin. Und ich muss dann wieder diesen Hang hoch da vorne. Man sieht, ich komme dann später wieder an die Emme runter. Das da ist für heute die letzte Aufnahme von der Emme. Jetzt geht es noch hoch nach Schangnau. Jetzt geht die Wanderung hier hoch. Das Ziel habe ich schon bald erreicht, geht nicht mehr so weit.